Hallihallo, liebe Leute, und weiter geht's in Race von Castlevania Symphony of the Night. Und wir befinden uns in der Bücherei, und ich wollte zur Kapelle hin. Hab noch einen weiten Weg vor mir, um dahin zu kommen. Aber ich laufe da jetzt hin, weil ich da diesen Weg noch gehen will. Und ich laufe diesen Weg umsonst. Aber ich werde ja sehen, wenn ich da jetzt ankommen sollte, ob ich da richtig bin oder ob ich da nur nutzloses Zeugs bekomme. Und ich hoffe sowieso, dass ich da überhaupt hinkomme mit dieser Stachelrüstung. Aber ich denke mal, es müsste klappen. Ich werde ja sehen, wenn ich da bin. Erstmal muss ich da hinlaufen, also das dauert sowieso noch ein bisschen. Und ich laufe doch richtig, oder? Ich muss gleich nochmal auf die Karte gucken, aber das müsste richtig sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also passt das schon. Einfach weitergehen, einfach weitergehen. Okay. Ja. Okay. Wow, ich habe noch nicht mal eine Minute aufgenommen und das Spiel stürzt schon ab. Okay, Leute, bis gleich. Okay, und weiter geht's. Und wir sind wieder in den äußeren Mauern. Oh, das war gerade ein Visa-Lag. Okay, unten muss ich lang. Gut. Solche Abstürze schon am... Ja, gleich am Anfang sind echt mies. Ich hoffe nur, dass jetzt nicht nochmal so einer vorkommt. Dass das jetzt alles reibungsläuft, abläuft, so viel wie ich jetzt aufnehmen will. Und dann mal sehen. Ich muss weiter runter. Und dann... Oh, diesen ganzen Weg! Gibt hier keine Abkürzung? Nee, ich sehe jetzt leider keine. Okay, das wird ein langer Weg. Aber egal. Kriege ich schon irgendwie hin. Solange das Spiel mir keinen Strich durch die Rechnung macht, werde ich das schon irgendwie packen. So, einfach hier durch. Wieder CD-Raum. Und so langsam hasse ich diese CD-Räume hier. Und ja, schon allein aus diesem Grund, weil ich schon wieder abgestürzt ist. Ob das heute noch was wird? Bis gleich. Der nächste Versuch. Und yay. Ich komme weiter. Wow. Nicht weiter. Immer noch bei Wasser. Ich will das noch nicht alle auswechseln. Ich hoffe, ich schaffe das wirklich noch irgendwie jetzt da zur Kapelle hinzukommen. Ohne Probleme. Weil das ist echt schon frustrierend. Irgendwie. Ich verstehe auch nicht, warum das immer hier abstürzt. Oder meint abzustürzen. Mensch, Mensch, Mensch. Wäre alles viel einfacher, wenn alles hier einwandfrei laufen würde. Na ja gut, dafür habe ich nicht ganz diese übertriebenen Probleme, die Sano mit den Sano zu kämpfen hat. Zum Beispiel diese Grafikfehlerprobleme und was er noch alle hat. Auf jeden Fall hat er auch mit einigen Problemen zu kämpfen. Also ich bin nicht der Einzige, der hier unter solchen Problemen leidet. Wobei meine sind ein bisschen schlimmer, weil wenn ich einmal nicht speichere oder so, habe ich wirklich einen ganz weiten Weg zu laufen, um wieder weiterzumachen. Gibt es hier irgendwo einen Speicherpunkt in der Nähe? Da hinten erst noch, du Scheiße. Ja, müsste ich in ein neues Gebiet gehen. Das will ich jetzt nicht. Ah, dann gehe ich weiter links. Einfach weiter links. Und, ach ja, ist schon richtig hier. Nebenbei noch die Gegner kaputt machen, die mir im Weg sind. Und nein, ich will das Item nicht wechseln. Die Stoppuhr will ich auch nicht. Mensch. Gib mir noch nicht so viele Items, die ich nicht brauche. Danke, so. Dafür müsst ihr jetzt leiden. Okay, na komm her. So, ja, ich bin hier richtig. Ah, verdammter Tisch. Jetzt muss ich mir echt mal was einfallen lassen. Moment, gibt's hier nicht irgendwo einen Teleporter? Ach, da oben erst. Na, okay. Toll. Nein, das ist auf jeden Fall kein Teleporter bei der Kapelle. Da habe ich gar keinen. Naja, egal. Muss ich halt ohne Teleporter auskommen. Muss ich den ganzen Weg laufen. Auch durch diesen Uhrenturm. Diese ganzen Flohmänner hier loswerden. War ja nur einer. Toll. Lohnt sich ja richtig. Aber wie dieser Weg hier nochmal freigeht, das müsste ich echt nochmal wissen. Ach ja, ich bin ja immer noch auf der Vermutung, dass es noch einen Ring gibt. Aber ich hoffe mal, dass der Ring sich da befindet, wo ich jetzt hoffe. Weil wenn ich ihn da nicht finde... Na gut, dann habe ich ein Problem. Aber wenn ich ihn da finde, dann komme ich auf jeden Fall weiter und dann
dauert es nicht mehr allzu lange, bis ich hoffentlich mein Ziel erreiche. Gehe ich hier überhaupt richtig lang? Ich ignoriere den einfach mal. Ist besser. Okay, was sagt die Karte? Da unten wäre ein Speicherpunkt, sagt meine Karte. Den will ich natürlich auch noch mitnehmen. So viele Abschnitte, wie ich jetzt schon habe. Gehabt habe, schon zwei und dann direkt schon am Anfang des Aufnehmens. Sowas gefällt mir gar nicht. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Ich glaube, euch gefällt es auch nicht, dass ich jedes Mal hier so unterbrechen muss, nur wegen so einem dummen Absturz. Ich wünsche ja auch, es wäre anders, aber ich kann da nichts gegen Cool tun. Leider. Wenn ich einen anderen Emulator nehmen würde, würde das Spiel einfach nur laggen und das wäre noch unschöner. Mein PC ist einfach noch zu schwach dafür. Zumindest wenn ich aufnehme. Weil Raps frisst ja auch einiges an CPU-Leistung. Naja, wie auch immer. Ich bin froh, dass ich es trotzdem aufnehmen kann hier. Und das reicht mir eigentlich auch. So, mal schauen, ob es jetzt abstürzt. Wenn nicht, dann habe ich Glück gehabt. Okay, es geht weiter. Ich habe mal Glück. Ah, ich muss einfach nur links. Ah, es ist eigentlich egal, ob unten, oben rum. Ach, ich ignoriere hier einfach mal alles. Obwohl, der war gerade so in knapper Richtung. Wow. Der hätte mich fast erwischt, dieser Knochenspucker oder wie der nochmal ist. Halt, Battlebone oder sowas war das. Ach, die dummen Metzger. Auch genannt blutiger Zombie. Für mich sind es immer noch Metzger. Das wird auch so bleiben. Links. Ja, obwohl hier rechts Speicherpunkt. Nehme ich jetzt jeden mit. Habe ich ja im letzten Video auch schon gemacht. Jeden Speicherpunkt mitgenommen. Und dann tue ich das hier auch. Ich weiß ja nicht, was mich noch alles erwartet. Schwarzes Bild? Nee, doch nicht. Okay, ah. Das war gemein. Gehe ich hier überhaupt richtig? Ja. Ich brauche leider sehr oft diese Karte, um hier mich orientieren zu können, weil ich das Spiel nicht ganz so auswendig kenne wie Sanno. So, das musste mal raus. Ja, ist leider ein bisschen bekloppt. Ich würde es auch gerne ohne Karte durchlaufen können, aber mein Orientierungssinn ist wirklich gleich null. Hier nur meine Zelda Link's Awakening Videos. Dort bin ich ja auch einige Male hin und her geirrt und wusste nicht, wo lang. So, versiegelte Tür. Okay. Ich hoffe nur, dass das auch wirklich klappt. Das kann man hier auch noch irgendwas? Das sieht ein bisschen auffällig aus. Nee, schade. Auch gut. Dann gehen wir einfach weiter in die Kapelle. In die königliche Kapelle. In die schöne königliche Kapelle mit der tollen Hintergrundmusik. Wie auch immer. Speicherpunkt. Wobei, eigentlich... Obwohl, doch. Ich nehme den Sicherheitshalber mit, falls ich sterben sollte da oben. Falls das noch nicht klappen sollte. Aber eigentlich... Na, ich sehe es ja gleich. Ob es klappt und wie es aussieht, ich weiß es nämlich nicht mehr. Genau, wie das Ganze da funktioniert. Ach, ihr verdammten Knochensäulen. Ist halt auch keine Hindernisse mehr. Und ich könnte mir jetzt sogar hier das holen. Ein mystisches Halsband. Eine magische Rakete. Ah, da unten links. Ach, egal, das brauche ich nicht. Ich gucke jetzt noch, was es hier noch zu finden gibt. Schuriken. Okay. Ein Kreuz. Ankh des Lebens. Und ein TNT? Was soll man hier denn wegsprengen? Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Bestimmt die Gegner. Da ist nichts. Habe ich schon, okay. Und hier ist auch nichts mehr. Doch, da oben. Obwohl, das habe ich schon. Ja, habe ich schon. Na gut, dann kann ich einfach weitergehen. Hier waren nur die Brillengläser. Brauche ich auch nicht mehr zu gucken. Hier ist dieses Schwert. Ein Puppenschwert. Naja. Welches ich nicht schaffe zu besiegen. Na komm her. Also. Geht doch. Oben muss ich lang. Ah! Nein. Nein. Ah, jetzt... Das ist Kacke.
Das ist jetzt echt kacke. Na, ist egal, welche Shit ich nehme. Jetzt bin ich hier bei der Bücherei. Obwohl ich da nicht hin wollte und darf nochmal den ganzen Weg laufen. Mir bleibt aber echt nichts erspart hier, oder?